Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Oh ja. Wir nehmen natürlich das Erz auch mit, das ist wichtig. Glaube ich. Vor allem, was für dicke Taue die da verwendet haben. Oh, cool. Okay. Hinten und hinter uns ist direkt auch noch so ein Überlebensversteck. Da oben. Hier liegt ja überall Öl rum. Das können wir bestimmt auch später noch. Dann bestimmt für die Napalm-Pfeile, obwohl in den Napalm. Ist ja kein Öl. Nimm mal mit, so. Drei so eine Dinger. Da ist noch eine Höhle. Können wir da rein? Ah ne, das war die mit den Sprengstoff, ne? Da können wir bestimmt noch nicht rein. Erst wenn wir Sprengpfeile haben. Die haben wir ja noch nicht. Hm. Hier war auch keine Dose oder so, dass man. Obwohl, das war ja nur so eine Schrapnellbombe, mehr war das ja nicht. Gehen wir doch zu dem Münzversteck da hinten. Das ist wo? Ein. Einmal der Reihe lang, ja. Da oben. Ach, hier ist auch noch eine Höhle oder was? Also wir kriegen übrigens auch Trophäen, aber wir kriegen die nicht angezeigt, möchte ich nur mal festhalten. Achso, das war's jetzt schon. Na gut. Dann ist das so. Da ist auch noch eine Höhle. Hier gibt's echt viele Höhlen. Höhlen. Ich würde ja gerne diese Sowjetflaggen. Abmachen, aber ich habe immer noch kein Kampfmesser. Okay. Teilkombandbogen. Jawoll. Lobe ich mir doch. Und da ist auch noch eine Höhle. Die ist, glaube ich, unten an der Kante der. Aggressionskante. Nein, nein, der. Wo der Fluss unten ist. Also wenn wir in den Fluss stürzen, sind wir dann tot. Ist ja nur eine, ne? Logische. Vor allem auch geil dieser Holzweg hier, weißt du? Ich weiß nicht, ob das eine Straße sein sollte oder was, aber. Auf jeden Fall sehr überzeugend. So, Hartholz. Ich muss hier irgendwo runter kriechen. Da vorne irgendwo, ne? Wenn ich es wüsste, wäre es cool.
Ja. Metallbarrieren. Toll. So viel dazu. Aber da oben ist noch ein Überlebensversteck. Ja, Metallbarrieren. Oh. Das ist halt Eiswasser, ne? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, ja. Obwohl wir sind auch durch Gletschereiswasser geschwommen. Das hat uns jetzt auch nicht so mega juckt. Aber das hat halt keine Strömung. Oder zumindest keine, die uns mitgerissen hat. Oh, genau vor mir. Ein Fell, wow. Kann mich praktisch nicht halten. Der Vorratsschuppen, das ist auch noch eine Höhle. Ach ne, das ist ja die Höhle, ja, alles klar. Das ist noch eine Truhe, kriegen wir jetzt auch auf. Jetzt haben wir ja den Dietrich. Ich wusste nicht mehr genau, ob man den hier bei dem Typen bekommt bei der einen Quest, deswegen. Wenn ich die gleiche mache, dann wäre alles besser gewesen. Ich habe übrigens nichts gegen Russen per se, ne? Nur gegen die Erzrussen. Der Krunk ist ja auch zum Teil Russe, deswegen. Aber der ist ja nicht Putin-treu. Glaube ich. Für den Compound finden ist nicht mehr viel, ne? Muss mal ganz kurz niesen. Ich munte mich jetzt auch mal nicht, weil... Deswegen. Reisen wir mal zum Funkturm. Und dann müssen wir auf jeden Fall Richtung Mine. Sprengpfeile oder was kriegen wir ja bestimmt auch noch, nehme ich mal an. Es? Die soll ich noch nehmen, die Kiste. Wieso wird mir jetzt da hinten eine sein, obwohl die hier so sein müsste? Los, was? Da. Wieso wurde mir die da hinten eine Zeit? Hier unten drunter, ja. Klar, aber. Nein. Na, zieh dich doch nicht hoch. Noch weiter runter. Lass mich verarschen. Dann ist wieder unten in der Höhle drin. Ach, ja, okay. Das konnte ich jetzt nicht wissen. Alter! Finne! Ja, wow. Stehe ich hier wieder. Yeah.
Da reise ich nochmal schnell, weil. Sicher gar nicht ein. Ja. Ein Traum. So. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Schon klar. Ich habe leider nicht genug, mein Freund. Also da komme ich gar nicht mehr rein. Das heißt, ich muss da schnell rein. Dann reisen wir halt so in den Gulag. Wir müssen, was wollen wir von denen? Irgendwelche PC-Daten oder sowas. Kriegen wir hin. Bin ich zuversichtlich. Hätten wir die Quest doch schon gehabt, hätten wir das vielleicht gleich machen können. Entdecken Truppenbewegungspläne. Achso, ja, jetzt ist jetzt natürlich so eine Sache. Jetzt, wir kommen da gar nicht mehr hin. Den Wachplan für das Gulag und so. Also ich nehme mal an, dass wir da gar nicht mehr hinkommen. Weil das ist ja da oben, oder? Können wir da noch hin? Ja, ich glaube ja. Das ist jetzt Glück. Ja, das können wir ja jetzt auch aufbrechen, siehst du? Okay. Solche Quests können die einem wohl nicht mal vorher stellen. Ein Dicky für eine Truppbewegungs. Dings, der Rest ist dann da hinten, okay. Wenn ich ein Gulag höre, oder wenn ich das Wort Gulag höre, dann muss ich immer an Modern Warfare denken. An diesen richtig. An diesen Bunker, weißt du, diese Bastion von Gulag. Die so richtig. Krass ist dieses Hochsicherheitsgefängnis sozusagen. Sieht auch alles sehr solide aus. Absolut. Bist neu bei Trinity, oder? Erster Vertrag. Ein paar Kumpels haben für mich gebürgt. Versau das bloß nicht. Niemand zahlt besser. Aber Fehler werden nicht toleriert. Hey, ich dachte, du hättest gesagt, Pickett wäre mit von der Partie. Ja, dachte ich auch. Achtung! Angriff! Gib mir Unterstützung! Hier und
Okay. Interessant. Ich würde eigentlich mehrere damit erwischen. Ich meine, wenn die so nah beieinander stehen, hören die das ja so oder so. Oder merken das besser gesagt. Holen Sie Beweise für archäologische Funde. Ihr seid ja geil. Nice. Das ist die Bidose. So, okay. Dann müssen wir mal gucken. Eigentlich das verborgenes Refugium. Schnelle Reise, ja. Das ist oben, ne? Ach, egal. Wir machen halt das, was getan werden muss. Und erfüllen dies mit Stolz und Bravour, sozusagen. Also kommt drauf an, wie wir das machen. Jetzt sind wir hier oben. Wir müssen natürlich runter. Ist aber nicht so schlimm. Wenn ich da runter springe, dann wird wahrscheinlich nichts werden. Ich nehme einfach mal hier meinen Seilaufzug. Das ist ganz cool, weil hier müssen wir sowieso hin. Glaube ich. War hier nicht, wo ist denn der? Habe ich das nicht schon aufgemacht eigentlich? Ist egal. Okay, die sind voll. Okay, die sind auch voll. Halt mal für den da noch. Ach ja, klar, das war ja der General, ne? Haben Sie sie gefunden? Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass Sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können Ihnen nicht viel bieten, aber ich hoffe, das wird Ihnen helfen. Infiltrierer? Das war eine neue Waffe, oder? Oder, ach nee, das war ein Outfit, glaube ich. Pionier, wo ist denn das? Alpha Raubtier, Nachtschatten, Bastion der Hoffnung. Infizierer Tarno, passen Oliver und Schuppen, Takt West und Schall. Hat man das nicht schon? Das ist das, ja. Reduziert die Verzögerung, bevor sich Gesundheit. Ja, die hat man doch schon. Na gut. Tun wir noch zur Höhle nochmal. Hier war ja der andere Typ. Willkommen zurück. Was haben Sie erfahren? Ich glaube, danach haben Sie gesucht. Ja. Ja, das hilft uns, den Widerstand zu planen. Vielen Dank für all Ihre Hilfe. Nehmen Sie. Und gute Reise. Dieses Tal ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Hallo. Jetzt haben wir einen Gewehrschalldämpfer. Nice.
Mission abgeschlossen, Gulag-Aufklärung. Jawohl. Ein Gewehrschalldämpfer ist schon nice. Das muss ich. Guck mal, der hat noch eine Mission. Gehen wir natürlich hin. Hat er tatsächlich noch eine Mission? Hätte ich gar nicht gedacht, dass er noch eine hat. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt noch will. Der ist ja vollkommen aufgeschmissen ohne uns, habe ich das Gefühl. So, okay, aber wie sieht's denn aus? Was hast du denn noch? Lara, ich brauche Ihre Talente, wenn Sie kurz Zeit haben. Wo ist das Problem? Ich warte auf einen Briefvogel mit einem Bericht über die Bewegungen des Feinds. Wir müssen ihm unbedingt vorausbleiben. Aber der blöde Vogel hat sich wegen des Funkturms in der Anlage verirrt. Was immer das Ding auch aussendet, es stört Ihren Orientierungssinn. Unser Informant ist tot. Und so bleibt uns nur diese Nachricht, damit sein Tod nicht umsonst war. Mhm. Ich weiß, Sie können diese blöde Krähe ebenso gut aufspüren wie die Jäger. Helfen Sie uns? Ja, sicher. Ein Schrotflintenzylinder-Choke. Ich tue mein Bestes. Das wüsste ich zu schätzen. Okay. Wie wett? Das war viel zu einfach. Hast du den Vogel gefunden? Ich habe Ihren Vogel gefunden. Hier ist die Nachricht. Ja, genau das, was wir brauchen. Nachschublinien, Patrouillerouten. Wir legen Ihnen einen Hinterhalt. Wir schulden Ihnen was, Lara. Wir alle. Easy. Keine Ahnung. Neue Waffen aus Sekunden. Außer dem Bossenwaffe angebracht. Na, okay. Okay, dann würde ich sagen, wenn er jetzt erstmal keine Dings mehr für uns hat. Muss ich ganz kurz gucken. Dann mache ich mal das hier noch. Gewehrexperte, Schussfindexperte. Bogen, genauer Schuss, dreifach Schuss, Alter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.